Hallo meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung und willkommen zu einem neuen Fortnite News Video. Meine Damen und Herren, wir haben ein paar Neuigkeiten. Zum einen, seit ein paar Tagen ist der Countdown online, das wisst ihr bestimmt, das muss ich nicht erklären. Zum anderen gibt es ein paar Neuigkeiten, was Donald Mustard, einer der führenden Leute bei Epic, der hat was gepostet auf Twitter, das wir uns anschauen. Es gibt Hinweise auf Rückkehr bestimmter beliebten alten Orte und Galactus ist nun auch wieder aufgetaucht. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen, ist auf der Map zu sehen. Bei Holy könnt ihr sehen. Er zeigt wahrscheinlich heute seine Augen. Und es gibt auch Neuigkeiten, wenn ihr das Ganze streamen bzw. auf YouTube hochladen wollt. Das alles fangen wir jetzt an in diesem Video. Let's go. Gut Leute, fangen wir mit der spannenden Neuigkeit als allererstes an. Und zwar hat Donald Mustard dieses Video gepostet auf Twitter. Es ist ein Wanderpfad. Sieht man Steine am Boden rumliegen. Ja, sagt er auch, da stehen ganz viele tolle Sprüche drauf. Aber noch eine Besonderheit, und zwar hat er selber noch einen Stein dazugelegt, beziehungsweise mehrere Steine. Und auf einem steht RIP TILTED mit einem Hashtag. Okay. Bedeutet das, dass jetzt wahrscheinlich die neue Map wiederkommt? Nee. Bedeutet das, dass TILTED wiederkommt? Wahrscheinlich auch nicht, aber er baut einfach den Hype auf, und zwar mega, mega, mega krass. Also Leute, was sagt ihr dazu? Kommt TILTED wieder? Ja oder nein? Kommen alte Orte wieder? Ja oder nein? Schreibt eure Theorien gerne unten in die Kommentare. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Neuigkeit. Und zwar geht es um Galactus. Unser Freund hat sich seit ein paar Tagen, also seit der Countdown erschienen ist, erhebt er sich wieder aus dem Wasser und zwar relativ nah dran. Er ist ja verschwunden, da habe ich ein Video gemacht und jetzt ist er wieder da. Da habe ich kein Video gemacht, weil alle ein Video dazu gemacht haben. Bringt ja nichts. Also, er ist jetzt wieder da, er erhebt sich aus dem Wasser und heute, 3 Tage vor dem Live-Event, wird er höchstwahrscheinlich seine Augen zeigen. Das Ganze sieht dann wahrscheinlich so aus. Danke übrigens an den wunderschönen Künstler, der diese Zeichnung gemacht hat. Und es gibt noch eine Sache. Und zwar, wenn ihr Content Creator seid und das Live-Event streamen, / auf YouTube hochladen wollt, dann wird es ein Problem geben. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es von allen möglichen Seiten Hinweise gab, dass das Live-Event Copyrighted Music bekommen wird. Ich sage euch jetzt nicht, welches Lied spielen wird oder welche Band spielen wird. Ich weiß es schon, aber ich sag's euch jetzt nicht. Könnt ihr gerne nachfragen in den Kommentaren, schreibe ich es dann vielleicht mal. Das Ganze wird copyrighted sein, aber Fortnite hat jetzt mal mit Travis Scott Event mal wieder eine Ausnahme gemacht. Und zwar könnt ihr das hochladen, 90 Tage lang könnt ihr das monetarisieren, dann wird es entmonetarisiert. Bei mir spielt es keine Rolle, also ist eigentlich komplett egal. Aber an alle von euch, die sich denken, vielleicht ein bisschen Geld damit verdienen. Das geht, 90 Tage, dann wird es noch online sein, aber ihr könnt kein Geld mehr damit verdienen. So Freunde, ich würde einfach mal sagen, das war das Quick Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich mega freuen. Schaut auch bei der Klasse 2B vorbei. Die sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auf Twitch vorbei. Da habe ich Affiliate geknackt. Vielen Dank an jeden von euch. Vielen Dank, das bedeutet mir wirklich viel. Schaut auch gerne da vorbei, da bin ich fast immer live. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.